Ja, mittlerweile haben wir Nacht. Ich habe jetzt hier so die Labore mal aufgestellt. Da läuft gerade was. Das dauert natürlich lange. Klar, ich habe hier meine ersten zwei Dampfmaschinen. Werden nicht wirklich gefordert. Ich habe aufgebaut jeweils zwei Erzförderer bei Steratit und bei Saphirid. Und hier eben die befeuerten Erzbrecher, die ich einfach nur so mit den befeuerten Greifarmen erstmal beliefern werde und werde es aufbrechen lassen, in Kisten stecken. Und dann stecke ich das selber in Schmelzöfen und dann schauen wir weiter. Und wenn wir ein bisschen was angesammelt haben, können wir weiter bauen. Jetzt gibt es erstmal gleich Forschung. Geht ja relativ schnell. So, erstmal jeweils 25 Stück rein. So, dann können wir mal das Forschen anfangen. Und zwar die Automatisierung, dass wir auch automatisch die Forschungen bauen können. Boom, es geht super schnell. Ha! Ja, das passt schon so. Boom. Keine Packung haben sie verbraucht. Ja. Gut, mal weitermachen. Ach, jetzt muss man automatisch T drücken immer. Das ist ja ein bisschen blöd, oder? Optik. Ist das jetzt echt so oder habe ich das irgendwie eingestellt, dass man immer erst drücken muss? Das ist ein bisschen nervig. Ja, tatsächlich, das ist ja blöd. Naja, auf der anderen Seite hat es vielleicht etwas Gutes. Geschütztürme, alles mal forschen. Wie groß ist denn die Sauerei, die ich mache? Hier, ich mache nämlich eine Sauerei, die schon über mein sichtbares Gebiet rausgeht. Ach so, speichern und laden geht auch ratzfatz super schnell. Also, dass es so lange dauert, liegt wohl auch eher an der Experimental-Version. Ne? Mauern, ja. Wir müssen das alles erstmal forschen, schön. Alles Wichtige, was ich brauche, um hier klarzukommen. Mit den Scheiß-Aliens dann Militär gleich. Ja, dann gibt es eine Maschinenpistole. Dann können wir mal gucken, was die anderen Dinger machen. Das ist das leer hier? Ne, ist noch nicht ganz leer. Ja, Logistik. Ja, jetzt wird es schon interessanter. Und da kommen dann lange, schnelle Greifarme. Generell schnelle Greifarme. Ja, die sind ein bisschen anders als die Long Inserters. Aber das passt schon. Fast Long Inserters, das gab es früher einen Mod. Der geht nämlich nicht mehr. Es gibt noch ein paar, die nicht mehr gehen. Da hat er mich voll rausgeschmissen erstmal. Hat mir da Fehler reingebracht. Naja, gut. Hallo? Hier hängt er irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Der hat irgendein Problem mit dem Erz, glaube ich, hier. Okay. Steratit. Super. Her damit. So, weiter geht's. Logistik haben wir. Lange Greifarme, die ganz normalen. Und warum kann ich dann schon mit Logistik die langen, schnellen? Das ist ja ein bisschen unlogisch, ne? Naja. Ich brauche ja eh erst die langen. Weil ich brauche ja lange und schnelle, um einen langen, schnellen herzustellen. So, was haben wir hier? Steratit. Es gehört hier rein. Viel Spaß, brecht es mal auf, bitte. Ja, man nahe Greifarme. Ach ja, das ist das, dass man genau den Ablageversatz, dass man das konfigurieren kann. Das ist wie Bob. Jawohl, sehr schön. Gut. Bis die Pakete verbraucht sind, machen wir mal und dann können wir uns langsam was aufstellen. Dann können wir mal anfangen hier. Ich denke, wir werden auch wieder gleich eine, na das nicht, gleich eine Fabrik aufstellen. Ja, die ist vielleicht ein bisschen sinnlos so, oder? Könnte es bringen? Ja, könnte auch gehen. Nicht schön, aber könnte gehen. So, was haben wir denn hier? Immer langen Schnellen, wir haben lange Befeuer, da gibt es ja auch alles noch. Ja. Nahe Greifarme, wir haben den Schnellen selber gibt es noch nicht. Warum nicht? Hä? Ach so! Ja. Weil der nicht in der Montagemaschine 1 hergestellt werden kann. Deshalb, blöd Mann. So, hier haben wir dann die mechanische Raffination und das ist dann die Sortieranlage und so ein schönes Sachen. Und den Erzbrecher, der elektrisch funktioniert. Jawohl. Mache er das. Wichtig, ja. Damit wir das Verschwenden hier aufhören, weil das verschwendet ja ohne Ende. Ach so, da ist ja gar kein. Ha! Da ist ja gar keine Kohle drin, da läuft ja kein Band. Da hätte ich vielleicht doch. Irgendwie den anderen nehmen sollen, den anderen Greifi. Naja, egal, eins. Sechs Stück. Die anderen 79 können wir mal, ja, keine Ahnung, da drin lassen als Reserve. Weiter geht's. Elektrolyse, jawohl, jetzt kommen wir hier zu Brennereien. Elektrolyse, jawohl, hier geht's auch los. Ja, leider kriege ich hier nur zerkleinerten Stein raus. Ach, du nimmst das Steratit nicht raus. Jetzt sehe ich das. Zerkleinertes Steratit. Jetzt könnte ich entweder. Einfach einschmelzen, dann kriege ich Eis, kriege ich Kupfer raus. Genau. Oder ich sortiere es und raffiniere es weiter und dann kriege ich eben eigentlich mehr raus. Wäre natürlich die bessere Wahl, ne? Aber gut, wir machen es eben erstmal so. Hier haben wir Chemikalien, dann gibt es Chemieofen und so schöne Scherze, jawohl. Okay, ja, und hier machst du nur die Steine rein. Das ist natürlich Bullshit eigentlich, aber okay. Gut,
Ja, und jetzt könnten wir zum Beispiel nehmen, auch Six, da wissen wir schon, wo wir das brauchen, das Brennmaterial. Jetzt können wir hergehen. So, und ballern jetzt mal das Steratit da rein, dann kriege ich Kupfer raus. Das steht es ja auch da, Kupfer. Weil ich das Steratit direkt einschmelze. Das ist nicht die intelligenteste und beste Art und Weise. Gewächshaus, das ist wichtig. Ich muss eh noch gucken, wo Wald ist. Ich habe noch gar keinen Wald gesehen. Weil Holz brauche ich nochmal, dank Bob. Ja, ich glaube, selbst dank Angel brauche ich Holz. Das heißt, ich brauche erstmal irgendwie ein paar Bäume, die ich verwursten kann. Ein bisschen Rohholz. So, hier hätten wir schon mal einiges an Safflerit. Oh. Weiter geht's. Jetzt ist natürlich auch sehr lange dunkel. Naja, Pech. So, dann hätten wir hier die Elektronikmontagemaschinen. Genau, wichtig. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen. Wo ist denn hier Wald, verdammt? Ach, da unten ist Wald. Das ist Wald, ja. Aber echt, erst hinter dem Rubid. Hier ist ganz wenig. Das kannst du fast. Ja, das da. Hier drüben können wir abbauen. Bei dem Bobmonium. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Rohholz, damit ich die Gewächshäuser starten kann. Oh, hier mehr Elektrotechnik. Generell, dann kriege ich nämlich hier Filtergreifarm schon. Aha, langer Filternder. Warum ich den Filtergreifarm schon mit Elektro kriege? Ach so, weil es die grundlegende Schaltung gibt. Deshalb, klar. Hier mal Lötzinn, das hat alles neue, dank Angel oder Shiny Bob oder was, alles neue Symbole. Die kenne ich alle gar nicht. Die Lötlinge, okay. Auch das isolierte Kupferkabel und der Widerstand sieht alles normal aus. Verzinntes Kupferkabel sieht anders aus, weil wahrscheinlich die Zinnplatte, genau, die ist jetzt grün, warum auch immer. Genauso sieht das Lötzinn anders aus. Naja, gut, okay. Ach so, ich hätte noch weiter forschen können, oder? Wasserversorgung, das war eben das mit Wasserwerk. Wie ist das mit dem Wasserwerk? Stellt mir das einfach Wasser her oder was? Kommt die Chlorverarbeitung? Ach du Scheiße, das wird einfach nur. Das wird so grausam. Salzwasserelektrolyse, die es ja bei Bob sowieso schon gibt. Und hier haben wir noch eine, da gibt es Chlor, Wasserstoff, Natriumhydroxid. Das ist genau dasselbe, nur eben dank Angel. Eigentlich ist es dasselbe, was ich auch im Ding schon habe. Die Salzwasserelektrolyse. Die gibt es bei Bob auch. Jetzt muss ich nur gucken, wo es die bei Bob überhaupt gibt. Ne? Weil ich sehe die bis jetzt nicht. Yoki. Ah, genau, die Yogi-Sachen muss ich auch erst noch lernen. Das ist super. Wo versteckt sich denn der Quatsch? Ah, hinter Stahl, weil ich Stahl brauche. Yogi-Stock. Ah ja, das sind die Yogi-Kisten. Das ist auch schön. Die sind ziemlich gute Lagerkapazität. Die werden wir dann wohl auch standardmäßig als Kisten nehmen. Auch wenn die ein bisschen mehr kosten. Ich brauche Duratal. Ja, Unicomp. Okay. Ja, gut, aber. Kriegen wir hin. Ah, deswegen brauche ich Raw Material, klar, weil das ist dieses Unicomp. Da ist es. Ich mache das aus N4. Genau, aus den Pellets. Und das wäre auch eine Form von Unicomp, aber die ist, glaube ich, eine andere irgendwie. Ja, genau. Angereicherter Brennstoffblock. Und dieses Taconian Sign oder wie das Ding heißt, was man da rauskriegt, außer dem angereicherten Festbrennstoff, das brauche ich teilweise für High-Tier-Yooki-Sachen. Oh, das wird so furchtbar. Ich wollte aber eigentlich jetzt ein bisschen Bäume holzen. Hier sind Bäume, ja. Absolut nicht viel, aber wir brauchen ja nicht viel. Ich muss das nur einmal starten. Was ich nicht machen darf, ist einfach Sachen selber herstellen. Das darf ich so gut wie gar nicht. Ich fürchte, nur eine Montagemaschine muss ich mir selber herstellen, weil ich die nicht im Inventar herstellen kann. Mal gucken. Nicht in der Fabrik oder sonst wie, weil die zu viele Teile braucht. Also mal schauen. Wäre schön, wenn ich die faule Socke hinkriege würde, weil das würde halt hier halt einfacher machen, weil ich eh schon so viel vorbereitet habe, ja. Es wird es einfach sowieso generell einfacher machen. Schön, schön. Ja, jetzt machen wir erstmal Stopp. Jetzt sortieren wir uns erstmal unsere Sachen, die wir so haben, was wir alles schon machen können und fangen damit mal an. Und zwar würde ich gerne herstellen bei Produktion. Du kannst nicht mal das Gewächshaus machen. Das ist sehr, sehr schlecht. Stein bräuchte ich. Gut, Stein kann ich in der Fabrik machen. Ah
erstmal die ganzen kleinen Strommasten verbrauchen. Wir können dann später umrüsten auf richtige, aber erstmal reichen die kleinen auch. Stein kriegt man hier hergestellt. Wir kriegen ja genug Stein raus. So, Kamerad, und du hast mir nämlich das Safarit, das Zerkleinerte, was ich natürlich auch brauche, um Eisen herzustellen. Wichtig. Jo. Mal gucken, wenn es nichts mehr gibt, dann gibt es nichts mehr. Du wirst erstmal abgebaut. Hier kommt der Quatsch rein. Und das Zerkleiner, das Safarit, kommt hier rein und macht mir bitte Eisen. Dankeschön. Ach, jetzt auf einmal fängst du an, das Zerkleiner, das Dirati rauszuholen. Aha. Ach, weil nichts mehr drin ist. Deshalb. Okay, dann gibst du mir den zerkleinerten Stein und du gibst mir den zerkleinerten Stein und den füllen wir hier rein. Und du sollst mir bitte herstellen. Das wird bei Zwischenprodukten sein, oder? Nee, wo ist denn das Bobsmaterial? Nee, wo ist denn der Stein? Ich werde doch einen Stein in der Maschine. Du Idiot. Kann das sein, dass ich ihn brennen muss? Dass ich den nicht in die Maschine hauen muss, sondern dass ich den brennen muss. Da ist er. Da. Nee, kann nicht geschmolzen werden. Also muss er doch verarbeitet. Aber das kann doch nicht. Das kann nicht so schwierig sein. Das ist eine Komponente. Steinmauer, sag mal, kann ich. Ach, ich Idiot. Es ist natürlich bei Angel. So, bitte, mach mir Stein da draus. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt grausam, weil ich dann eben jetzt leider doch noch einiges von Hand craften muss. Mal schauen. Aber weniger vielleicht als normal. Mal gucken. Flashcrafter, Craft and Blaze and Assembling Machine Tier 6, das machen wir automatisch, das sind Bobs. Don't panic, launch your car into space. Einfach mal das Auto in als Fracht reinballern. Upgrade your gun to a flamethrower. We didn't start the fires. Trains are too hard. Win the game without building a train system. Das ist. Nee. Nee. Das mache ich vielleicht auch irgendwann mal, aber das ist ja. Bäh. You forgot something. Launch a rocket without a satellite. Maggots. Upgrade your gun to a rocket launcher. Gear must pull. Ah, es gibt sogar Gear. So und so viele Iron Gears. Und da haben wir auch wieder dasselbe. Da haben wir keine Zeiteinstellung. Also, scheißegal. Capture Blueprint of a Setup, das werde ich vielleicht sogar machen. Research an Infinite Tech to Level 50. Boah, craft and place a car, ja. Two up here. Achieve two rockets launched per minute. Nee, Moment. Achieve one rocket launch per minute. Das heißt, ich muss die schnell erstmal nachbauen, bevor ich. Ja, okay. Warum nicht? Unending Assault. Trigger 100 Attacks by Pollution. Werde ich automatisch schaffen. The olden days. Win the game without building any fluid wagons. Werde ich nicht machen. Erstmal nicht. Braces an. Das sind sowieso Errungenschaften, die stehen in Steam-Errungenschaften nicht drin. Die sind Bob oder Angel oder so, ja? Okay, jetzt wollte ich aber wissen. Faule Socke. Oh, das ist geil, was es da alles gibt. Faule Socke. Das möchte ich bitte verfolgen. Ich habe bis jetzt sechs Teile gebaut. Ich muss nämlich aufpassen, dass ich nicht zu viel baue. Ich muss aber leider halt ein bisschen was bauen. Wir müssen mal gucken. Hier hat man Greifi. Mach das mal da rein. Das können wir noch mit schmelzen. Der Stein kann hier rein. Viel Spaß, mach was draus. So. Gib mir die Kupferplatten. Ja, Eisenplatten haben wir auch gleich voll. Ja, da brauche ich natürlich nichts. Wenn dann den Stein schmelzen zu Ziegeln, das ist wieder was anderes. Hier gibt es nichts mehr, weil es leer. Ja, genau. Geben wir die Kupferplatten. Ich mache jetzt erstmal. Ja, Zahnräder können. Egal. Ich muss das dann eben eine Automatisierung aufbauen. Mal gucken. Erstmal weitermachen. Wie sieht es denn aus? Forschung? Was können wir forschen? Also forschen wir doch mal Elektrotechnik. Mal gucken, wie weit komme ich denn noch mit den Paketen, die da drin sind. Sowieso relativ weit. Weil ich ja hier. Ja, komm. Das passt schon. Wir machen das mal so. Gucken wir, wie weit wir damit kommen. Es geht ja schnell. Und dann sehen wir weiter. So, ich mal gleich wieder ein bisschen Steratit. Okay. Ja, der Ziel ist jetzt, faule Socke zu erreichen. Ja, halt doch mal die Schnauze. Wasserverarbeitung, Wasserbohrung. Interessiert mich alles noch nicht so unbedingt. Metallurgie. Jawohl. Hochofen, Chemieofen, Induktionsofen, Gießereianlagen. Das ist deswegen Angel. Das brauche ich. Das wird allerdings furchtbar. Weil, ja, die kann ich alle
Nicht bau. Ich glaube, faule Socke schaffe ich nicht. Ihr seht, was das Problem ist. Das braucht alles vier Teile mindestens, teilweise fünf. Oder sechs Parts. Ja, fünf auf jeden Fall. Das schaffe ich nicht. Ich werde faule Socke nicht erreichen. Schade. Es sei denn, ich lebe damit, dass ich erstmal nur einen so einen Ofen habe oder so. Und mir einfach irgendeinen ineffektiven Bullshit aufbau, bevor ich dann die richtigen Fabriken habe. Das könnte man riskieren, weil so eine Chemie, so eine Elektronikfabrik muss ich auch selber herstellen. Kriege ich auch nicht hin. Wo ist er? Elektronikmontagemaschine. Sind drei Teile. Ja, wie soll das die Maschine machen? Sie kann nur zwei verarbeiten. Und ohne diese kann ich auch nicht die Montagemaschine 2 bauen, weil Montagemaschine 2 braucht Schaltung statt Platine. Ja, und die kann ich effektiv in dem Elektronikmontageding bauen. Die geht halt schneller. Das ist das Schöne einfach. Herstellungsgeschwindigkeit von 1, die hat halt 0,5. Aber ich habe natürlich, die Sache ist, ich habe 18 Montagemaschinen. Die ersten Elektrosachen so herstellen, das wird aber auch nichts werden, oder? Ich brauche das Gewächshaus ja auch. Das hilft. Glas! Muss noch irgendwo her Glas kriegen. Scheiße. Tja. Wo gibt's Glas? Ach so, wenn ich sortiere. Wenn ich das Sortieren anfange. Von Bormonium. Moment, wir können gucken. Fnei. Und zwar suche ich Select Item Glas. Was ist das? Ein Zwischenprodukt? Lebeckfisch, was ist das denn? Angel. Der tödlichste Fisch auf diesem Planeten, ah ja. Ich kann mir sogar einen Fisch craften? Was ist das für ein Scheiß? Okay, lassen wir das. Interessiert mich jetzt hier gerade nicht wirklich. Ich suche Glas. Wo kriege ich denn Glas her? Oder Quarz. Damit ich Glas brennen kann. Steht so in der Angel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier. Wo kriege ich Crotinium-Ohr? Ja, okay. Nee, das ist Crotinium-Ohr, das ist nicht Glas. Ich brauche Glas. Rubid. Bobmonium. Hier. Bobmonium. Wenn ich sortiere, kriege ich Zinn, Quarz, Kobalt. Ja, okay. Also Bobmonium, aber dann in die Sortieranlage reinschmeißen. Brauche ich eine Sortieranlage. Nee, das können wir vergessen. Ich krieg den Erfolg hier nicht. Ich kann den Erfolg schaffen, aber dann ohne Angel. Wenn ich mal mache, dann kriege ich den Erfolg faule Socke. So kann ich das jetzt erstmal vergessen. Das wird nichts. Können wir gleich wegticken. Die Folgen können wir stoppen. Schaffe ich nicht. Lass gut sein. Es gibt zu viel Mist, was ich hier von Hand craften müsste. Na gut, okay. Ich brauche Glas. Gut. Dazu muss ich sortieren. Dann brauche ich eine Sortieranlage. Na gut, dann fangen wir damit jetzt mal an. Das hilft jetzt alles nichts. Ich komme eh nicht weiter so. Das ist aber wahrscheinlich bei Angel Ressourcen, bla bla bla. Da. Ziegelstein, ja gut, müssen wir halt herstellen. Ist ja nicht schwierig. Also. Ja. Wir sind also wahnsinnig am Forschen. Oh, da kommt schon die zweite Wasserversorgung. Schwefelwasseraufbereitung. Ach, da gibt es Schwefelabwasser und das kann man entweder in Wasser, Schwefel und was weiß ich was machen. Oh, ist das cool. Genauso wie Chlorabwasser. Und Fluorabwasser. Oh Mann, das wird ja so cool. Das wird schon cool. Aber, wie gesagt, können wir vergessen, dass wir den Erfolg kriegen. Schade. Egal. Landaufschüttung kann ich sogar aus Matsch machen. Lehm aus konzentriertem Matsch und Wasser. Sand aus Zinnmatsch und Wasser. Wofür auch immer das brauche. Waschanlage, Meeresbodenpumpe, oh mein Gott. Mudwater for Washing Plant. Processes Mudwater, ah, das verarbeitetes Mudwater, jawohl. Heavy Mudwater. Vicious Mudwater. Concentrated Mudwater. Light Mudwater, leck mich doch am Arsch. Und Salzwasser. Und naja, gut, okay. Machen wir mal, ne?
Schön, schön, wo auch immer ich Matsch herkriege und sonst was. Wood Processing. Ja, ach ja, da kommt der Blödsinn raus. Das ist Wasserbohrung, das ist Bob. Erweiterte Kupfer, genau, und das ist das, was ich will. Kupfererz in die Anlage reinballern, in den Induktionsofen oder wo das reinkommt. Und dann gibt es Kupferbarren. Und die Kupferbarren, nee, andersrum, in irgendeinem anderen Ofen, ich weiß nicht mehr welcher, das Erz zu barren. Dann das Schmelzen in einem was auch immer. Schauen wir doch mal schnell, was rausfinden. Also Hochofen nehme ich an, da macht man die Barren. Oder der Chemieofen. Und im Induktionsofen, nee, der Induktionsofen ist der, das schmilzt. Gießerei könnte die sein, die Barren macht und dann eben der Hochofen oder der Chemieofen, wahrscheinlich hier in dem Fall der Hochofen, der macht mir dann das Eigentliche und zwar, deswegen war ich hier gerade am Suchen, wo war ich? Hier, bei der Kupferverhüllung. Da kann ich nämlich die Kupferplatten aus dem geschmolzenen Kupfer machen und das ist, glaube ich, ein besserer Ertrag, als wenn ich das so machen würde. 24 Kupferbarren mache ich aus 24 Erz. So. 120 geschmolzenes Kupfer kriege ich aus 12 Kupferbarren. Das heißt, ich kriege aus den 24 Barren 240 geschmolzenes Kupfer. So. Und aus den 240 geschmolzenes Kupfer kriege ich 5, 6 mal. 6 mal 4. So. Und dann sind wir bei 24. Richtig? Ist doch richtig. So. Wenn ich die 24 Kupfer Erz so verarbeiten würde. Können wir uns ja ausrechnen, ne? Zwei Erz, ein Barren. Sind wir bei 12. Naja, und so habe ich das Doppelte. Habe aber auch ein viel größeres Layout noch. Das wird lustig. Wo versteckt sich eigentlich mein Factorisimo? Da. Architektur wäre verfügbar. Oh, das kostet aber ganz schön was. Oh, hauaha. Ja gut, dann warten wir, bis das verfügbar ist. Dann machen wir jetzt erst alles, was billiger ist. Und dann können wir aber damit starten, ne? Weil dann wird es besser. Dann habe ich meine Fabriken, Fabrikgebäude. Und dann macht es, glaube ich, mehr Sinn. Waschen. Wo versteckt sich eigentlich hier Oki? Geodenverarbeitung, das ist dann hier. Blaue Geoden, das ist Angel. Da kriege ich dann Edelsteine raus. Das ist der Quatsch, wie ich Edelsteine rauskriege. Okay. Braunalgen und Grünalgen, okay. Wo versteckt sich denn das erste Mal was von Yooki? Lithium, das ist alles Bob. Schlacke. Es kommt tatsächlich erst sehr viel später anscheinend, Yooki. Das ist alles noch Angel und Bob hier. Schaltung, das ist ganz normal, Basis. Ja, damit werde ich nie arbeiten, glaube ich, weil ich da zu blöd bin dafür. Also ich brauche definitiv Sortieranlagen. Ich brauche die Erz-Silos. Da kriege ich nämlich so schöne Silos rein. Ja. Da geht richtig schön was an Erz rein. Das ist also nett. Saphirit-Silo, normales Silo. Da kann ich die sogar belegen, bestimmen, welche Silos das wären. Ich nehme an, die Silos haben vielleicht eine gewisse Größe oder was, oder vielleicht spart's was. Müssen wir mal gucken. Flüssigkeitshandhabung ist klar. Es gibt Pressure Tanks, die sind. Small Inline Tank. Storage Tank to hold any fluid. Kapazität 20.000. 20k, ja. Aber die sind, glaube ich, sehr klein und dann kriegt man dadurch wieder was hin. Es gab ein paar so Dinge. Die Lagerhallen, das ist Angel-Lagerhallen. Es gibt aber noch normale Lagerhallen auch. Habe ich auch noch drauf. Ja, da ist das erste, Yooki. Versteckt sich in der Stahl. Ja, Yooki Basic Modules. Das könnte ich forschen. Nein, versteckt sich alles hinter Stahl. Also Yooki, dafür brauche ich erstmal Stahlverarbeitung. Dann kann ich anfangen mit Yooki. Okay. Durotal-Reparaturset mit Unicomp war ja klar. Das Schöne an dem Unicomp-Zeug ist, daraus kann man alle möglichen anderen Ressourcen machen. Also Standardressourcen. Ob Angel-Ressourcen mitgehen, da habe ich Zweifel dran, aber schauen wir mal. Advanced Glass Melt, das wird auch so cool. Glass Mixture. Molten Glas und dann eben Glas. Also das wäre schon cool, dass wir das eben machen mit der Metallurgie, dass wir damit arbeiten. Mit Angel Smelting.
Das bietet mir mehr Ertrag, das wäre schon cool. Fische, tatsächlich auch mal Fische züchten. Ist das geil? Fischbrät, ich muss erst einen Fisch reinballern, Wasser, Nutrientpalp, also halt praktisch irgendwie ein Düngemittel. Nutrient ist normalerweise, ja, Nutrient ist, oder Nutrition ist Nährung, also ist es eine Nährlösung oder sowas. Oder Nährfaser. Wasser, Braunalgen und den Fisch. Und dann kann ich Fische züchten. Und genauso funktioniert das mit allen möglichen anderen. Ist das geil? Ist das cool? Also. Und da kriege ich sogar Raw Meat gleich raus. Das ist auch nett. Fischtank. Aquarium. Das wird ja noch witzig und einfach nur grausam. Ich sage hier danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Hier kann man dann noch die Alien, genau, Konstruktions-Crawler-Fahrzeuge. Oh, das wird ja so cool. Alter. Aber Gesundheit ist geil. Konstruktionszug. Fahrzeugausstattung 1. Okay, wir werden Spaß haben hier, glaube ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Angel, Yooki und Bob. Macht die Sache witzig. Also wie gesagt, mein Gedanke mit fauler Socke. Wenn ich nur Bob drin hätte, würde ich es schaffen, aber Angel macht mir da absolut einen Strich durch die Rechnung. Das kann ich vergessen. Ja. Na gut, im nächsten Part sehen wir uns. Wenn ich mal angefangen habe, hier Gewächshäuser mir was zu überlegen, mach erstmal einen Layout, alles ohne die Faktorisierungsfabriken. Und sobald ich die Faktorisierungsfabriken habe, reiße ich den Scheiß ab und stelle es neu auf. Mein Problem wird sein, ich werde jetzt demnächst mal ein bisschen hier in den Kampfbereich gehen müssen und muss mir ein paar Geschütztürme bauen. Ja, weil ich habe Zweifel, dass das mit den Aliens gut geht. Bis denn.